Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Control. Ja gut, wir haben glaube ich hier soweit alles abgefrühstückt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich glaube, wir sollten uns hier dann auch mal so langsam umschauen. Aber dir geht's nicht mehr so gut, ne? Wir müssten, na gut, theoretisch hier rüber. Ein Objekt der Macht. Sieht aus, als wäre sie vom Zischen befallen. Wir müssen sie säubern. Okay, dann sollte ich vielleicht in Bewegung bleiben. Ducken könnte ich mich auch. Hätte ich gerne mal ein paar Materialien. Irgendwas reißen? Ich glaube nicht. Das Problem bei der Sache ist, ich habe hier jetzt erstmal keine Möglichkeit, Leben zu regenerieren. So. Hast du dir so gedacht, ne? Da direkt komme ich ja nicht hin. Ich schätze mal, ich sollte gut da hoch und dann da oben rüber. Das könnte vielleicht funktionieren. Ja, hier sind wir einigermaßen sicher. Ich glaube, das sieht ja ganz gut aus. Mal darüber. Schön. Dann noch da runter, würde ich sagen. Na gut, vielleicht reizt es sich einfach nur hinzulaufen. Go! Ich höre dich schwerer, wenn ich hier bin. Als hätte man den Kanal gewechselt. Der Rat hat hier das Sagen. Die Pyramide ist im Siegel der Behörde. Ziehen sie wirklich die Fäden? Ich bin nicht ihre Direktorin. Okay, das hat was. Jetzt kriegen wir hier nach und nach neue Fähigkeiten. Cool. Okay, sehr freundlich. Da gehen sie hin.
Komm ich da nicht hoch? Ja, sehr schön. Nacht. So, das geht tatsächlich erstaunlich gut. Freut mich. Das hat also ein bisschen Auto-Aim drin, wenn mich alles täuscht. Ah, okay, wir müssen das mal aufladen lassen. So, dann haben wir es ja fast. Cool. Die Fähigkeit gefällt mir. Die Fähigkeit gefällt mir sogar richtig gut. Da haben wir jetzt auch wieder voll aufgeladen. Da bist du ja. Du warst weg. Abgeschnitten. Ich habe es. Wie du es wolltest, oder? Das ist... Okay, würde ich mal sagen, wir schnappen uns die hier. Hi. Da geht's. Oh. So viel wollte ich eigentlich gar nicht rausreißen. Ich wollte eigentlich das von den Dingern nehmen. Aber dann gönnen wir uns halt noch ein bisschen. Was steht dir das? Vielleicht schwere Sachen. Lauf, kleine Schweinchen. Lauf, lauf. Gut, hier geht's halt auch noch nicht weiter. Waren das alle? Also jetzt rennt zumindest mal keiner mehr rum. Andererseits können wir uns ja dann bei dem ganzen Zeug hier noch bedienen. Ja, das geht erstaunlich gut. Es ist, angenehm für eine Schleuderfähigkeit oder so eine Kinetikfähigkeit, dass die Sachen auch da landen, wo man hinzielt. So, au! Friss Eimer, du Sau. Gut, dann werden wir jetzt auch wieder voll. Die Lebensenergie angeht. Haben wir, glaube ich, hier erstmal alles, oder? Und dann noch die unzustellbaren Briefe. Und vielleicht dann doch mal langsam wieder hier runter. Also ab nach Süden. Achso, warte mal, können wir das jetzt kaputt hauen? Upsala. So, es gibt ein paar neue Modifikationen. Energieschub 2. Was ist das?
Mehr Energie. Ja, komm. Nutzen wir es ja auch. Feldforschen über den über Zischerwesen, der befallene Ranger. Vertraulich. Zusammenfassung. Die Ranger sind die gut ausgebildeten Einsatzkräfte der Behörde. Ihre vom Zischen befallenen Gegenstücke sind ebenso beeindruckend. Vor dem Fall wurden Ranger im Gebrauch einer Reihe von Waffen ausgebildet, damit sie auf etwaige Bedrohungen während eines ABE-Einsatzes oder einer Grenzbereicherkundung vorbereitet sind. Zischer Ranger setzen die oben genannten Waffen ein und wenden hochentwickelte Taktiken an, die ihnen von Ausbildern der Behörde beigebracht wurden. Einige sind zusätzlich mit behördeneigener Körperpanzerung ausgerüstet. Es wurden keine paranatürlichen Fähigkeiten bei Zischer Rangers beobachtet, außer dass einige von ihnen einen dichten Resonanzschild des Zischens geschützt in der Kugel aufhalten kann. Wenn man in Betracht zieht, welche hochentwickelten Maßnahmen Zischer Ranger aus ihrer Ausbildung auf die Situation anwenden können, ist es dann nicht plausibel anzunehmen, dass der menschliche Geist bis zu einem gewissen Grad intakt bleibt? Oder kann das Zischen auf die Kampfausbildung zugreifen und sie nutzen? Weitere Beobachtungen sind erforderlich. Völschinger Bericht in Akte. So, und dann haben wir noch die Sprengmeister. Zwischenbefallener Sprengmeister. Die Behörde erlaubt nur bestimmten hochgradig ausgebildeten Personen den Umgang mit explosiven Materialien und Waffen. Unsere Sprengmeister werden im Gegensatz von im Einsatz von Sprengstoffen in Dimensionen mit unterschiedlichen physikalischen Gesetzen ausgebildet. Dadurch sind sie wichtige Ressourcen sowohl für die Ingenieursarbeit als auch in Kampfsituationen. Zischer Sprengmeister sind die einzigen Zischer Varianten, welche die speziellen raketenbetriebenen Granaten einsetzt, die im Flug Wesen identifizieren und verfolgen können. Dadurch sind sie eine Bedrohung, deren Eliminierung in Kampfszenarien priorisiert werden sollte. Ich finde es bemerkenswert, dass das Zischen die Verwendung dieser Waffe auf Mitarbeiter der Behörde beschränkt, die darin ausgebildet wurden. Was sagt uns das über sein Verhalten? Kann es keine neuen Informationen an befallene Wesen weitergeben? Zu viel ist noch unbekannt. Vollständiger Bericht in Akte. So, und da haben wir noch eine neue Fallakte. Diskette ODM-5KE. Isolationsprozedere. Muss in einer Zelle ohne lose Materialien verwahrt werden. Beschreibung. Utilität. Das Objekt ist eine 8 Zoll breite Diskette mit Startcodes für Atomraketen aus der Sowjetzeit. Wenn es gebunden wird, ermöglicht das Objekt Para-Utilitarian Materialien zu heben und über kurze Distanz zu werfen. Weitere Informationen in Dr. Darlings Präsentation 1115. Das Objekt ist derzeit zu Forschungszwecken an gebunden. Herkunft von den CIA-Agenten aus einer sowjetischen Militärbasis in gestohlen. Die Diskette enthielt Startcodes für Raketen, von denen man annimmt, dass sie gegen eingesetzt werden sollten. Nach ihrer Rückkehr in die USA begann die Diskette Computer-Hardware auf Mitglieder des Dekodierungsteams zu werfen. Ein Informant in der CIA gab der Behörde einen Hinweis und die Diskette wurde am nächsten Tag von Agenten beschlagnahmt. Okay, dann können wir mal gucken, was wir hier noch mitnehmen können. So, das war glaube ich Schriftverkehr, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Aber das finde ich jetzt nicht mehr. Da war ich ein bisschen zu schnell. Ich habe das zu schnell wieder losgelassen. Sehr gut. Und das war's dann. Auch Nia ist jetzt frei. Okay. Ja, das mit den Dead Letters haben wir, glaube ich. Emily sagte, dass man durch den Postraum zur Hotline kommt.
So, aufgeräumt. Ja doch, das hier sieht nach Postraum aus. So. Zusammenfassung der Verbreitung von alternativen Informationen über das AWE in Willow. Immer mehr nationale Nachrichtenseiten veröffentlichen den Bericht über den Eisbärenangriff auf die Stadt in Alaska. Ja, Alaska ist ein bisschen größer als eine Stadt. Ich will zwar nicht angeben, aber für umherziehende Eisbären auf der Suche nach Futter für den Tod der Familie verantwortlich zu machen, war ziemlich genial. Achso. Den Klimawandel und die zerstörte Ökosysteme hinterfragt niemand. Wenn wir aktuelle ökologische Bedenken ins Spiel bringen, die Öffentlichkeit viel weniger. Also haben wir ein weiteres AWE hinter uns und die Öffentlichkeit hat immer noch keinen Schimmer. Gute Arbeit allerseits. Die Kampagne war stark und perfekt ausgeführt. Das heißt nicht, dass wir nicht auf mehr Meinung hinprüfen müssen, die von der Gesamtaussage abweichen. Aber es sieht aus, als wären wir aus dem Gröbsten raus. Topassi, Ende. Gut, haben wir sonst noch ein bisschen was hier? Einfach nochmal Materialien. Aber ansonsten... Ich dachte, dass hier in den Postdingern deutlich mehr an Informationen noch rumliegt. Na gut, vielleicht kommt das ja noch irgendwie oder irgendwann. Ne, hier ist auch nichts. Ist ja das hier mit diesem Kauderwelsch, was hier noch rumgelabert wird? Wie liegt denn hier? Oh. Alles klar, da müssen wir das nicht rein. Würde ich jetzt echt ganz gerne vorher mal gucken, ob hier noch was Interessantes rumliegt, bevor ich da reingehe. Da haben wir auch noch keine... Oh, das ist... zu geschweißt oder gekleistert. Was haben wir hier denn? Ah, neue Berechnungsstufe. Nett. Schon mal sehr freundlich. Ja, sicherheitshalber speichern wir mal. Weiß, was uns da drin erwartet. Ich glaube, bevor ich da reingehe, würde ich mich hier noch mal gerade umschauen. Vielleicht ist hier auf den Toiletten oder so noch irgendwas. Was mir irgendwie helfen könnte. Ich könnte ja einen Besen auf die Leute schmeißen. Oder Leute sind es ja nicht mehr. Paranormalen Wesen. Ja, das ist das, was zugeschweißt wurde. Hier ist halt auch nichts mehr zum Mitnehmen. Okay, und hier gibt es auch noch Gegner. So, habt ihr auch noch eine Berechtigungsstufe? Okay.
Sicher ist sicher. Aber gut, ich glaube, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge mal an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.